In Hamburg gibt es 77.000 Hunde. Doch Pitti, Bulli und Steph sieht man schon seit Jahren nicht mehr in der Stadt. Am letzten Samstag war es anders. Hundehalter aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen trafen sich zu Tschüss Rasseliste auf dem Rathausmarkt. Ich finde schon mal toll, dass hier so viele heute hier sind. Also wenn ich mal so umgucke, sind schon eine ganze Menge, besonders bei diesem wunderschönen Hamburger Wetter, was wir heute haben. Ich frage mich nur, warum sind nicht 70.000 Menschen gerade hier? Weil wir haben in Hamburg 70.000 angemeldete Hunde. Und eigentlich müssten 70.000 Leute hier stehen. Das Problem der Rasseliste ist, dass sie alle Hunde einer Rasse unter dem Pauschalverdacht einer gesteigerten Aggressivität setzt. Dies ist wissenschaftlich nicht haltbar. Wir haben in Schleswig-Holstein die praxisferne, diskriminierende Rasseliste abgeschafft. Wir haben jetzt ein modernes, schlankes, freiheitliches Hundegesetz und ich hoffe sehr, dass auch die anderen Bundesländer endlich ihre Rasseliste in die Tonne kloppen, sodass wir eben zu einem besseren Miteinander auch von Mensch und Hund kommen. Wir sehen in Schleswig-Holstein durch das neue Gesetz, es ist zu einem besseren Miteinander von Mensch und Hund gekommen. Es gibt keine Diskriminierung mehr, weder im Gesetz noch bei der Hundesteuer. Das ist gut so, das soll auch überall so werden. Wenn Halter von Hunden an, ja, mich kommt. Wir sind heute hier, weil wir uns gegen Rasselisten einsetzen. Aus unserer Sicht sind Rasselisten nichts anderes als respektlos und rassistisch und gehören sofort abgeschafft bundesweit. Aber das alles ist Rassismus. Ich bin es leid und ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr über Hunde, Rassen und Kategorielisten sprechen. Ich will mit Hunden leben und ich möchte, dass jeder mit den Hunden leben kann, mit denen er leben möchte. Und euch vielen Dank für eure Teilnahme. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten alle gute Laune, wir hatten Spaß. Und wir haben mal wieder bewiesen, es sind einige Hunde da auf dem Haufen gewesen. Und ich habe nicht einmal ein Knurren oder sonst was gehört, sondern alle sind friedlich zusammengegangen. Und es ist scheißegal, welche Rasse sie hatten. Sie waren einfach nur Hunde.